B2.6. Unter den Punkten PN hat der Punkt P0 die kürzeste Entfernung zu C. Zeichnen Sie die Pyramide ABC P0 in das Schrägbild zu B2.1 ein, berechnen Sie sodann das Maß des Winkels AP0B. Okay, wichtigster Hinweis, kürzeste Entfernung zu C. Ja, P0, kürzeste Entfernung zu C. Müssen wir einzeichnen, wann hat ein Punkt die kürzeste Entfernung zu einer Strecke? Ja, wenn sie senkrecht zueinander liegt. Ja, das einfach merken, auswendig wissen. Zur Not auch einfach Geodreieck anlegen und abmessen, wo die kürzeste Entfernung zu finden ist. Und dann findet man automatisch hier diesen rechten Winkel. Da haben wir den P2. Gut, Pyramide einzeichnen, das heißt, ich muss P2 noch mit A verbinden und noch P2 mit B verbinden. Okay, erster Schritt erledigt. Ich mache das vielleicht mal farbig, ziehe ich hinterher. Ja, sieht man es. Bisschen. So, das ist meine zweite Pyramide. Okay, erster Teil erledigt. Zeichnen Sie die Pyramide AB P0. P0 müsste es sein. Ein. Okay. Gut, dann haben wir weiter. Berechnen Sie sodann das Maß des Winkels AP0B. Erstmal herausfinden, wo liegt dieser Winkel. AP0B, das ist der hier. Das ist ein ganz gemeiner Winkel, der liegt nicht mehr auf der Schrägbildachse oder Schrägbildebene, sondern der liegt so ganz verzerrt drin. Ja, also wir dürfen ihn nicht abmessen, können wir nichts draus lesen, wir müssen ihn tatsächlich fertig berechnen. Gibt zwei Möglichkeiten, das jetzt hinzugehen. Entweder man geht von dem aus, was man hat, und versucht irgendwie auf den AP0B zu kommen, oder man geht rückwärts, man überlegt sich, wo der AP0B ist und was brauche ich dazu, um den zu berechnen. Man kann auch beides mischen, dass man sagt, für diesen Winkel brauche ich die und die Strecke und dann überlege ich mir im Schritt danach, wie kann ich denn diese Strecke berechnen oder diesen Winkel. Okay, Schritt 1. Ich gehe jetzt mal vom Ziel aus, AP0B. Wie kann ich den berechnen? Naja, was ich zum Beispiel weiß, ist, was ich jetzt rot einzeichne in dieser Winkel, das ist genau die Hälfte davon. Warum? M ist der Mittelpunkt von AB, also wird auch im Prinzip hier das Dreieck AP0B durch diese Strecke MF geteilt. Also wenn ich es schaffe, den Winkel AP0M zu berechnen und den mal 2 nehme, dann bekomme ich meinen gesuchten Winkel. Was für einen Vorteil bringt mir das? Ja, eigentlich der, dass ich jetzt nämlich hier unten einen 90-Grad-Winkel zur Verfügung habe. Ja, dieses Dreieck ABP, das liegt immer senkrecht zur Strecke AB. Ja, das ist im Prinzip MPN, ist ja die Höhe davon, von diesem Dreieck. Also haben wir da drin auch einen rechten Winkel, auch wenn das jetzt vielleicht durch das Schrägbild nicht immer ganz so eindeutig zu sehen ist. Warum bringt mir das was? Jetzt kann ich nämlich Sinus, Cosinus und Tangens benutzen und den Pythagoras, falls notwendig. Ich kenne unten die Strecke AM, die ist 5 cm lang, genau die Hälfte von AB. Wenn ich jetzt noch die Strecke MP0 kennen würde, dann könnte ich zum Beispiel mit Hilfe vom Tangens hier den Winkel AP0M berechnen. Gut, jetzt ist die Überlegung, kann ich die Strecke P0M irgendwie berechnen? Dafür wechsle ich das Dreieck, ich suche mir ein anderes Dreieck, in dem diese Strecke drin liegt. Da bietet sich das Dreieck CMP0 an. Das ist nämlich ebenfalls rechtwinklig, deswegen die Aufgabe kürzeste Entfernung, dass da oben ein rechter Winkel reinkommt. Was kenne ich jetzt alles? Ich kenne die Strecke CM mit 8 cm und ich glaube, den Winkel haben wir jetzt vorhin ausgespart durch den 4-Streckensatz. Hier diesen Winkel bei M, den kann ich jetzt auch benutzen. Ja, je nachdem, welchen Lösungsansatz man vorher benutzt hat, in den folgenden Aufgaben ist er schon bekannt oder kann halt jetzt berechnet werden. Was bringt uns der? Wir haben dann die Hypotenuse in diesem Dreieck, wir haben einen Winkel und die Strecke MP0, die ist anliegend, das heißt die Ankathete. Wir können also die MP0 über den Cosinus berechnen und wenn ich die MP0 habe, mit Hilfe vom Tangens dann den Winkel und den dann verdoppeln und dann habe ich es eigentlich im Prinzip schon. Also hier gilt es, zwei Schritte in einer Aufgabe zu machen, ohne Zwischenergebnis. Deswegen muss man ein bisschen mitdenken. Also nochmal, ich brauche die Strecke MP0. Die lässt sich berechnen aus im Dreieck CMP0, aus dem Cosinus vom Winkel P0M, C,
ist gleich Ankathete durch Hypotenuse. Die Ankathete ist die P0m und die Hypotenuse ist die Strecke cm. Okay, diesen P0, M0, den schreiben wir jetzt nochmal auf, falls wir den noch nicht berechnet haben. Winkel P0, MC ist gleich Innenwinkelsumme im, ja, jetzt spinnt wieder, da, Innenwinkelsumme im großen Dreieck CMF. Ja, wir haben 90 Grad beim Punkt C hier liegen, wir haben 36,03 beim Punkt F, Innenwinkelsumme als 180 Grad minus diese beiden Winkel. So. Aber das Programm mag gerade wieder nicht. Komm, fahr runter. So, also 180 Grad minus die 90 Grad minus oben der Winkel ist der CFM. Einsetzen. 180 Grad minus 90 Grad minus 36,03 Grad. Taschenrechner. Was waren's? 53,97 Grad. Gut, das setzen wir jetzt in Cosinus ein. Cosinus von 53,97 ist gleich P0m durch cm, also durch 8. Ja, kann man jetzt mit dem Solver auflösen oder per Umformung. Die 8 bringt man weg, indem man mit 8 multipliziert. Das heißt also 8 mal Cosinus von 53,97 ist gleich die P0m. Ausrechnen kommt raus, P0m sind 4,71 cm. So, nochmal zum Mitdenken. Wir haben P0m oder MP0, habe ich vorhin anders genannt, ist ja wurscht. Damit kann man jetzt mit Hilfe des Tangens dann den Winkel AP0M berechnen. Ja, wir haben ja auch wieder beim roten Bereich ein rechtwinkliges Dreieck drin. Na, waren wir jetzt. Hier haben wir unser rechtwinkliges Dreieck drin. Farbe rot will ich. So. Ja, da können wir jetzt mit Hilfe von Pythagoras rechnen. Was haben wir? Winkel AP0M. Nichts Pythagoras brauchen wir noch gar nicht. Tangens brauchen wir noch gleich. Also, Tangens angesetzt. Tangens vom Winkel AP0M ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Hier oben ist der Winkel. Gegenkathete ist also die Strecke AM und Ankathete ist die Strecke P0M. AM durch P0M. So, bekannte Größen einsetzen. AP0M ist gleich, die AM waren 5, ja, die halbe AB. Die P0M haben wir gerade mit 4,71 berechnet. Das lässt sich jetzt solvern oder mit Tangens hoch minus 1 entsprechend umformen. Dann folgt für den Winkel AP0M ist gleich Tangens hoch minus 1 von 5 durch 4,71 ist gleich, habe ich entstehen, 46,71 Grad. Und zu guter Letzt, der Winkel, der gesucht ist, AP0B, ist gleich jetzt das Doppelte vom AP0M, ist gleich 2 mal 46,71 Grad. Und das sind dann 93,42 Grad. Prima, damit haben wir jetzt die letzte Aufgabe gelöst. Und die Abschlussprüfung ist damit fertig.